Grüße dich. Heute gibt es einen neuen Weekend Flow. Das heißt, es ist Samstag und ja, du darfst ein schönes Wochenende verbringen. Und ich möchte dir dein Wochenende versüßen, indem ich dich körperlich, ja, befreie. Und heute zeige ich dir eine Übung, die, ja, das war mit meine erste Übung, die ich entwickelt habe, die aus einer Problematik heraus entstanden ist von einem Kunden damals, der hier mit dem ISG-Gelenk Probleme hatte und eine OP hatte am Spinalkanal. Da habe ich die Übung entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist. Irgendwie so 2012, 2013, so in diesem Bereich habe ich diese Übung entwickelt. Wie gesagt, war mit meinen ersten Übungen. Ich habe ja von 2010 bis 2012 eher nur mit der Rolle gearbeitet und habe das dann auch Faszientraining genannt. Wie gesagt, da habe ich auch schon wieder zu gemacht. Heute weiß ich da ein bisschen mehr zu. Damals war ich aber halt in den Anfängen vom Faszien. Jetzt, 8, 9, 10 Jahre weiter, habe ich mich natürlich noch viel intensiver damit beschäftigt und habe da halt auch viel mehr, ja, viel mehr Erfahrung zugemacht. Und heute diese eine Übung, obwohl es schon so lange her ist, wo ich sie mir überlegt habe, wo ich sie entwickelt habe, ist immer noch so aktuell wie eh und je, weil sie wirklich, wenn du Rückenschmerzen hast, ein Game Changer ist. Also wirklich mit dieser einen Übung kannst du dir so schnell helfen. Und ich mache diese Übung immer, wenn ich wenig Zeit habe und trotzdem schnell eine Befreiung haben will. Weil sie befreit deinen Rücken, das ist echt genial. Und wenn du zum Beispiel jetzt viel Auto fährst, ja, du musst da keine 3, 4, 5 Übungen machen. Mach diese eine Übung mal auf dem Rastplatz zwischendrin. Und du wirst ja begeistert sein. Das ist echt der Hammer. Folgendermaßen: Du stellst ein Bein nach vorne, ziehst die Fußspitze hoch und drehst die Fußspitze nach innen rein. Dann nimmst du beide Hände und ziehst mit beiden Händen zur Ferse Außenseite. Nimmst da zwei oder dreimal rein, kommst hoch und drehst dich nach oben raus. Wichtig: Die Arme bleiben gestreckt. Du machst bitte nicht das hier, sondern hier. Und jetzt gehen die Arme nach vorne und nach oben raus. Und wieder runter. Wieder hochkommen und raus. Und dann, wenn du es noch koordinieren kannst, wenn du hier hochkommst, schiebst du das Becken hier auch noch nach vorne. Und dann wieder runter. Ja, also. Ich habe mich jetzt ein bisschen seitlich gestellt, hier reindrehen. Da muss man ein bisschen drauf achten, weil der Fuß will immer wieder zurück. Deswegen immer halt wieder ein bisschen korrigieren zwischendrin. Runterziehen, hochkommen, rausdrehen. Runterziehen, hochkommen, rausdrehen. Runterziehen, hochkommen, rausdrehen. Machst du 10 Mal pro Seite. Und danach. Ja, spürst du den Unterschied? Das ist echt der Hammer. Also, da diese Übung immer noch Bestandteil, eigentlich fast bei jedem meiner Trainings. Ob es bei Firmenkunden ist, bei Einzelcoaching, bei Telefoncoaching. Ich mache das ja auch über Telefon. Ja. Diese Übung ist immer mit dabei, weil sie, wie gesagt, das ist so. Wirklich eine Nonplusultra-Übung. Und deswegen habe ich sie jetzt hier nochmal präsentiert. Ich weiß, ich habe sie vielleicht sogar schon im Laufe der Jahre hier bei YouTube. Ich habe jetzt über 400 Videos. Da wird sie wahrscheinlich öfters mal dabei sein. Ich weiß es nicht mehr 100%. Ich kann mich nicht an jede Übung erinnern, die ich dir hier bei YouTube präsentiere. Deswegen verzeih es mir, wenn du jetzt sagst, oh, der bringt ja wieder das Gleiche, was er schon x-mal gebracht hat. Mag vielleicht sein, aber es kommen ja auch immer noch neue hier dazu. Ja? Neu, die das interessant finden und die Übung noch nicht kennen. Und deswegen wiederhole ich auch gewisse Übungen halt im gewissen Tonus immer mal wieder. Ja? Aber es kommen ja immer auch neue Übungen dazu. Also selbst wenn du hier mich schon länger verfolgst, ich glaube, das wird nie langweilig für dich, weil ich mir wirklich da immer Gedanken mache und ich entwickle mich ja auch ständig weiter. Ja? Ich entwickle mich ja auch ständig weiter und deswegen habe ich neue Erkenntnisse. Ziehe neue Rückschlüsse, weil ich ja auch weiter mich mit der Anatomie und alles beschäftige und die ist halt einfach so kompliziert, da kann man nicht alles auf einmal den Durchblick haben, da muss man immer am Ball bleiben, ja, und dann hat man neue Erkenntnisse und schon hat man neue Ideen für neue Übungen,
Ja, so einfach geht das. Also zum Beispiel, ich habe ein Buch über Faszien, das habe ich mir 2014, glaube ich, gekauft. 2014 oder 2015, also habe ich jetzt 5 Jahre, wenn ich für 2015 oder. Und jedes Jahr lese ich mir das Buch aufs Neue durch. Das Buch hat 500 Seiten, ja, aber ich lese es mir immer und immer wieder durch. Und immer wieder bekomme ich neue Erkenntnisse, weil ich eine neue Sichtweise bekomme, ja, mit den täglichen Arbeiten. Weil das, was ich dir hier bei YouTube präsentiere, das ist ja nicht Theorie, ja. Ich schnapp mir nicht ein Buch und gucke, okay, so verläuft das, jetzt mache ich meine Übung. Nein, es ist genau andersrum. Also die Theorie ist da, dann, während ich mir die Bücher durchlese, habe ich sofort Ideen im Kopf, die ich ausprobiere, an meinen Kunden ausprobiere, die Rückmeldung bekomme und die dann hier bei YouTube präsentiere. So ist meine Vorgehensweise. Ja? So, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende und morgen gibt es ja auch ein neues Video wieder mit meinem Kollegen, den Dennis von. Wir sind ja dann die Trainingsmedizin. Also nicht irritiert sein, wenn da Trainingsmedizin steht. Das ist dann der Name, unter dem wir das zusammen machen. Ja? Weil deine Faszien, das ist mein Baby, meine Geschichte. Und das soll auch so bleiben. Und Trainingsmedizin ist halt das Ding von Dennis und mir zusammen, wo wir ja die Sachen kombinieren. Er ist ja der Experte in Sachen Krafttraining, Langhanteltraining. Und ich bringe da meine Geschichte mit rein. So dass man halt beim Langhanteltraining ja viel geschmeidiger bleibt. Weil das ist immer das Thema, wenn man viel Krafttraining macht, dann wird man auch schnell Blockaden bekommen, weil man immer fester und fester wird. Und wenn man das aber kombiniert, ist das nicht mehr der Fall. Okay, jetzt habe ich genug gequatscht, genug erzählt. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß und hast die Übung gemacht. Wenn nicht, spule jetzt nochmal zurück, mach die Übung und mach dann hier einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Ich bin raus. Ciao, dein Tobias.